Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Creativerse. Beziehungsweise let's einfach durch die Gegend laufen und die Landschaft erkunden. Und gucken, was wir hier für tolle Gegenden haben. So, ich muss jetzt nochmal auf die Karte schauen. Ich bin noch richtig. Ja, das sieht gut aus. Da hinten sieht es so aus, als ob da schon Berge kommen. Ich glaube, so das dicke Schneegebiet lassen wir langsam hinter uns. Aber immerhin haben wir ja auch eine neue Blockart gefunden. Das hier sieht irgendwie auch komisch aus. Wie als ob das ein Tor für irgendwas wird. Aber gefrorenes Wasser ist es, glaube ich, auch, ne? Sieht jedenfalls so aus. Ja, hier ist Sand. Es ist Sand, wo Schnee drauf liegt. Das kann nur Wasser sein. Wenn ich jetzt einbreche, dann schreie ich. Haben wir das hier schon? Ja, hatten wir. Oh, ich glaube, hier kommt auch so ein dickes Berggebiet. Ach, da sind diese unfreundlichen Genossen. Hallo, mein Freund. Ich muss leider mal vor dir wegrennen, weil du mir ein bisschen zu gefährlich bist, muss ich sagen. Also die Berge haben zwar schon was, aber mir ist das hier immer nicht geheuer, weil es hier diese ganzen Viecher gibt, die einen ans Leder wollen. Haben wir hier? Dark Canyon Stone. Den haben wir auch schon mal gesammelt. Was ist denn das Grüne da oben? Ach, das sind ein... Oh, ich dachte, wir fallen gerade voll runter. Das sieht einfach nach Holz aus, oder Blättern besser gesagt. Muss gerade jetzt deine Ausdauer leer gehen. Findest du, dass das eine gute Idee ist, Spiel? Also ich ja nicht so. Aber es sieht normal nach Tannen aus. Oh. Das ist Heilwasser. Ist das cool. Und dann auch noch in so einer, ja, Oase oder was das hier ist. Mega geil. Aber wir gehen mal besser weiter. Oh, das da hinten sieht auch nicht schlecht aus. Hier haben wir noch sowas. Vielleicht werden wir angegriffen oder so. Einfach schnell wegrennen. Einfach schnell weg, denn das passt schon. Wobei im Rennen kommt das Spiel manchmal nicht hinterher, habe ich so das Gefühl. Boah, geil. Sollte eine Olympiamedaille hier fürs Sprinten bekommen. Verdammte Achse. Darum hasse ich den Canyon. Mach mal schnell hier hoch. Oh, was haben wir denn hier Geiles? Ach, Weeds hatten wir schon. Also nett sieht es ja schon aus. Aber es ist mir halt einfach nicht geheuer. Müssen wir uns mal vorsichtig hier nach unten begeben. Ohne dabei gleich zu sterben. Ich möchte nämlich darüber.
Das sieht mir dann nämlich cool aus da hinten. Yeah! Geht's runter? Vielleicht bin ich wieder 100 Millionen Kilometer in die Luft geflogen. Und dann gibt es richtig Ärger mit dem Spiel. Das sieht schon mal nach das Ende aus. Aber wir können ja mal hier rechts rüber. Wir folgen jetzt erstmal der Küste hier ein bisschen. Und dann gehen wir mal, treten wir mal über im Land. Scheiße, wir müssen in den Canyon zurück. Aber dann kommt Wüste. Aber in der Wüste waren wir ja schon mal. Wir können natürlich auch einfach stumm in die oder stumpf in die Richtung schwimmen. Aber das lieber nicht. Wir können ja vielleicht hier am Rand bleiben. Gibt es eigentlich Schiffe, die man machen kann? Oder Boote, so wie in Minecraft? Oh, die Muschel sah gerade cool aus, aber dann war es doch nur eine normale Muschel. Angegriffen werde ich aber nicht, oder? So, ich möchte doch einfach hier wieder rüberjumpen überall. Das ist, glaube ich, einfacher. Also, kleiner Krebs, ich würde hier nicht rumlaufen. Also ja, ich mach's auch, aber weil ich jetzt hier durch muss. Und ich jetzt auch gerade keinen anderen Weg sehe, als hier lang zu rennen. Da war ein Loch, oh mein Gott. Das sieht ja schon mal sehr angenehm aus. Geh doch nicht jetzt deine Ausdauer leer, du Schwanz. Verdammte Axt, verdammte Axt, verdammte Axt, verdammte Axt. Palmen, ich sehe Palmen. Oh ja. Oh, ich werde nicht verfolgt, ein Glück. Oh, der hatte bestimmt auch gerade seinen Spaß hier. Der Freund hier, der nach oben gegangen ist. Vor allem gegangen. So, wir gehen jetzt mal normal. Na, meine Homies. Die Wüste. Die müssen wir noch durchqueren. Die Wüste mit den paar Palmen. Und den netten Ebern, die uns nicht mögen. Ach, wir sind denen irgendwie egal geworden. Oder haben sie uns das letzte Mal auch nicht angegriffen? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das jetzt auch immer war. So, also auf jeden Fall habe ich gerade keine Lust, irgendwas zu bauen. Deswegen laufen wir jetzt hier einfach lang und erkunden noch ein bisschen. Eine Palme, ich sehe eine Palme. Zwei Palmen, oh mein Gott. Babykrebse. Ja. Oh, da haben wir jetzt den Urwald. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau, wir müssen hier einfach rüber. Ich finde, das sieht ja immer sehr gruselig aus. Ob wir jeweils das Land erblicken werden. Ich sehe nur Wolken. Aber die Map ist ja schon echt riesig. Also, wer absolute Langeweile hat und dieses Spiel sowas von krass abfeiert, der hat was zu tun. Oh, ich sehe da was.
Wir schwimmen mal darauf zu. Land in Sicht. Ich find's geil, wenn man auch mal sowas richtig ganz Neues entdeckt. Oder halt, wie gesagt, irgendwelche Zivilisationen. Das wäre halt auch mal geil. Naja, nett sieht es ja schon mal aus, ne? Nebenbei mal das Ohr ein bisschen kratzen hier. Ich müsste jetzt noch Kingdom Hearts aufnehmen, aber ich habe eigentlich gar keine Lust. Also denke ich mal, dass ich für nächste Woche pausiere für Kingdom Hearts. Das Problem ist, ich habe es nicht geschafft, in der Woche irgendwas aufzunehmen und musste dann am Wochenende hier noch alles aufnehmen. Uff. Sonst habe ich immer so ein bisschen was auf Vorrat, dass ich nicht viel aufnehmen muss, aber diesmal musste ich irgendwie alles aufnehmen. Und Creativerse ist jetzt gerade schon das Vorletzte. Deswegen ich auch keinen Bock habe, irgendwie zu bauen, sondern halt einfach nur rumzulaufen und mir die Gegend anzugucken. Oh, sieht das geil aus. Ne? Gegend angucken. Läuft. Außerdem wollte ich ja auch noch Kingdom Come Deliverance noch ein bisschen weiterspielen. Und vielleicht streame ich noch die Woche 4 von der Einfamilienhaus-Challenge. Ich weiß es noch nicht. Ich möchte am liebsten so viel davon zocken. Aber irgendwie, man hat ja auch noch so ein Privatleben, wo man zur Ausbildung geht und da was lernen möchte. Und dafür was lernen möchte, sollte, möchten, ist jetzt auch immer relativ, ne? Naja. Diese Urwalddinger, die sehen schon geil aus. Was ist das da? Ach, das sind einfach nur Vines am Baum, ne? Das sah gerade aus wie eine andere Baumart, die einfach mittendrin steht. Hier ist ein Baum dicker als der andere. Also falls wir mal Holz farmen müssen, hier kann man das wohl ziemlich gut machen. Gerade wenn ich mir so die fetten Baumstämme hier ansehe, ohne dass wir gleich den ganzen Baum mit abholzen müssen. Ja, lauf gegen einen Baum. Kann ich rüberspringen? Ah, geschafft. Mal schnell einen Pilz essen, das macht die Wunde wieder weg. Ist in echt auch so. So, lass mal die Ausdauer mal kurz in Ruhe. Das sieht ja auch interessant aus hier. Okay, das umgehen wir mal besser, das Loch. Nur so eine Vorahnung, dass wir das tun sollten, so ohne oder mit einer Fackel im Inventar. Hey, das sieht geil aus. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich mir zunächst oder als nächstes was angucken soll. Hey, der Baum da hinten hat ja auch was. Ups. Wir gehen mal hier lang. Ja, entspannt euch, meine lieben Freunde der Natur. Mensch. Irgendwann aber die ganze Welt erkunden.
erkundet. Aua. Das ist der Vorteil von Pilzen. Wir fallen 30 Meter nach unten, brechen uns alles, essen mal schnell ein paar Pilze. Und es ist fast alles wieder gut. Okay, da kommen wir nicht hoch. Richtige fette Berge. Was ist denn da oben? Es sieht nach einem Stück Wasser aus, was da im Berg ist. Oh, hier haben wir so eine coole Höhle. Oh mein Gott. Okay, also das geht ja schon mal etwas runter. So, wir gehen auch hier lang. Es wird hier bald wieder dunkel. Das heißt, ein Fackelchen, Bettchen. Jetzt haben wir es schön warm und können schlafen. Mitten im Freien, neben dem Schneegebiet. Ja, Steine habe ich genug. Können ja mal so ein paar Pilze mal wieder mitnehmen. Da hinten sehe ich eine Bergkette. Achso, ich dachte mit einem durchgehenden Ding. Aber dann hat sich das plötzlich verdunkelt. Also tippe ich mal, dass es da einfach nur reingeht da oben. Boah, das ist auch geil hier. Ich muss mich mal an den Eingang der Höhle da oben stellen. Das wäre auch geil, ne? Hier geht es halt in die fette Höhlenzivilisation. Und hier ist da so der Urwald. Mein Herz, Leute, ihr könnt das doch nicht mit mir machen. Lasst doch nicht einfach ein Loch da sein, wo man reinfallen kann. Manchmal, wenn ich irgendwie kurz falle und das irgendwie nicht aus so einer Höhe war, wo ich Schaden erwarte, erschrecke ich mich ganz kurz und denke immer, mich greift irgendwas an. Dass es eigentlich so spannend sein kann, einfach nur in eine Richtung zu laufen und sich die Gegend anzugucken, ne? Dass man damit einfach einen ganzen Part vollkriegt. Aber langsam reicht es auch. Also wir sind jetzt ja fast bei 20 Minuten. Ey, der Baum ist auch mega. Schnell die Ausdauer hier. So, ich laufe jetzt hier noch ein Minütchen in die Richtung und dann porte ich mich mal zurück. Gucken, was wir hier so haben. Man kann irgendwie nicht aufhören, weiterzurennen. Das ist wie Chips essen. Wie würden manche Leute jetzt sagen. Ne? Seht mal, so macht man das heutzutage. Also, das war der Premium-Jump des Jahrhunderts. Ja, das war ja mal geil, ey. Ich dachte schon, ich fliege jetzt wieder unendlich lange in die Luft, aber ich war einfach nur richtig skillhaft. Das muss man mir erstmal nachmachen. Aber mein Herz ist schon mitgegangen. So, hier ist ein guter Punkt. Okay, ich muss da unten zum Wasser. Einmal hier und hier der Fluss. Oh, ist der cool. Okay. Hier werde ich mich jetzt zurück teleportieren. Teleport. Tschüss. Geile Ebene. Vielleicht sieht man sich wieder, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich erstmal sagen, ciao und bis zum nächsten Part.